Hey ho, Outriders! Willkommen zu, wie ich sagte, Outriders. Ich starte die Aufnahme zum, keine Ahnung, wievielten Mal. Ich gehe erstmal aufs Spiel fortsetzen. Also wir nehmen den anderen Char, den ich schon in der Demo gespielt habe. Damit spielen wir jetzt weiter im Release. Der Release war jetzt vom 31. auf den 1. Um 0 Uhr, für Konsolen zumindest. Für PC weiß ich gerade nicht, wann das genau kommt. Auf jeden Fall später. Und ich habe jetzt nicht in der Nacht gespielt, da habe ich geschlafen. Es ist mittlerweile auch schon fast Mittag. Und das Spiel. Es ist eine Katastrophe. Eben habe ich auch gesagt, ja, schauen wir mal rein, was so die Bugs angeht und was so gefixt wurde und so weiter. Also in den Optionen gibt es ein bisschen was Neues. Ich habe da auch ein bisschen was angepasst. Ich musste mich aber unglaublich oft anmelden, weil der Anmeldebug, den gibt es immer noch. Das heißt, man bleibt im Anmeldescreen, warten bringt gar nichts. Also zumindest scheinbar geht das bei einigen, bei mir bringt das überhaupt nichts. Da musste ich das Spiel zigfach neu starten. Einmal hat es dabei funktioniert. Da bin ich dann reingekommen. Da gab es einen Fehler. Ich bin wieder rausgeflogen und war wieder im Anmeldebug. So habe ich die PS4 neu gestartet. Wieder der Fehler. Spiel neu gestartet. Dann bin ich reingekommen, hab schon mit Jakob gesprochen, hab ein bisschen gezeigt, was ich so Neues hab. Und ja, gab es auf einmal Black Screen in einem Ladebalken, also wo man dann weitergeht, eben zur First City. Und das Spiel ging einfach nicht mehr weiter. Es leckt halt auch, an meiner Internetverbindung liegt es nicht, das werden die Server sein. Also, ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Ich würde gerne heute noch ein Video rausbringen. Ja, Welt muss wieder laden. Ihr merkt schon, es ist nicht gerade sanft. So, ich bin drauf eingegangen. Zum einen das Licht. Es ist viel heller und es sieht besser aus. Die Texturen sehen auch besser aus. Jetzt, finde ich zumindest, in der Release zur Demo heben. Dann habe ich schon weitergelevelt und zwar bin ich Stufe 7 und Weltstufe 5, also alles bis zum Maximum gelevelt, was in der Demo eben ging. Hab in der Zwischenzeit ein bisschen Zeug gefunden, leider keine Legendaries. Da hatte ich, also ich habe ein bisschen gefarmt, habe ich nichts bekommen, da hatte ich dann auch keinen Bock mehr. Hab vor einer Woche oder so das letzte Mal gespielt. Genau, ich habe beim Anmelden direkt mal 4 Erfolge bekommen, die habe ich wohl in der Demo dann freigespielt. Und ansonsten habe ich mir noch das Hell's Rangers Inhaltspaket, das habe ich bei der Bestellung, habe ich das mit dazu bekommen, deswegen habe ich das hier gleich mal genutzt. Würde das Nihilisten. Ansonsten gab es hier, glaube ich, nichts Neues hier drin. Nee. Okay. Gehe ich mal raus. Und wir laufen mal zu Jakob. Beziehungsweise. Ja, ihr merkt schon, es rockt immer mal wieder. Das Spiel muss ständig nachladen. Genug Platz habe ich auf der Festplatte, das ist nicht das Problem. Da seht ihr das neue Banner. Und die Kiste ist jetzt da. Das Vorratslager. Man kann es jetzt benutzen, in der Demo ging das ja nicht. Hat man eine ganze Menge Platz. Man kann übrigens vom Ende zum Anfang und Anfang zu Ende springen. Man muss also nicht immer von links nach rechts. Kann man das eigentlich auch direkt anwählen? Kann man auch direkt anwählen, okay. Ansonsten Rucksack, ja gut, das habe ich ja eben dabei. Und das sind die Hells Rangers Waffen. Es gibt 11 Waffen und 2 Ausrüstungen für einmal für einen weiblichen Char, einmal für den männlichen. Allerdings ist das alles für Stufe 10. Das heißt, ich brauche noch 3 Stufen. Und im Hells Rangers war eben, wie gesagt, das Banner. Ansonsten noch etwas für den Truck. Moment, da gehe ich nochmal auf die Karte. Und das hier ist ja das, wo wir in der Demo waren. Das Ganze. Moment, was haben wir hier? Verfügbare Mission Revanche. Achso, nee, das ist eine wiederholbare, genau. Nebenmissionen, neben Stories und sowas werde ich auch alles machen. Wollte ich nur noch dazu sagen. Ansonsten sprechen wir mal mit Jakob. Jetzt. Für mich schon zum, keine Ahnung, wievielten Mal. Aber ich gehe das trotzdem natürlich alles durch. Hier seht ihr es schon ausgegraut.
Was ist mit den anderen Outriders passiert? Was ist mit all den anderen passiert? Hat außer mir kein Outrider überlebt. Tja, war eine beschissene Show und ihr wart in der ersten Reihe. Die meisten hat's am ersten Tag erwischt. Die paar Dutzend, die noch lebten, machten das, wofür wir hier sind. Eine scheiß Erkundungstour. Wer ist wohl gestorben, nur um rauszufinden, dass wir nicht aus dem Scheißtal raus können? Wie hast du überlebt? Warum hast du als einziger Outrider überlebt? Glaubst du, ich hätte den verdammten Planeten danach noch erforschen wollen? Scheiß drauf. Die können mein Abzeichen haben. War ohnehin nicht so scharf darauf, ein Outrider zu sein. Gib's mir. Obwohl, bring mir zwei Abzeichen was. Ich weiß nicht. Aber dann kann ich eins verlieren. Brechen wir auf. First City. Ja, wähle den Ort aus, zu dem du reisen möchtest. Ist klar. Okay. First City. Diese Stadt war die erste Siedlung der Menschen auf Enoch. Nun ist sie ein Mahnmal für unseren Untergang. Im Schatten des Antriebs der Flores verbergen sich heute Rebellen und Monster. Reisen. Achso, übrigens, ne? Das hier, hier unten, das war das Gebiet, ups, das hier, naja. Irgendwie kriege ich keinen Kreis hin. So, jetzt ein bisschen. War das Demo-Gebiet? Also, jetzt geht es erstmal hier hin. Und wenn das hier alles noch Welt ist, dann ist das schon ziemlich groß. Na gut, hier ist ein Berg, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber alles, was hier so verdeckt ist, außer am Rand so ein Stück, das wahrscheinlich dann nicht. Aber das dazwischen, wenn das alles Welt ist, wäre das schon ziemlich cool. First City, reisen. Und wieder hat sich Dabrowski übertroffen. Wow. Du hast den Truck über all die Jahre instand gehalten. Ich musste die KI-Systeme entfernen und die Graphenzellen umgehen. Die Teile haben mich 20 Flaschen Wodka gekostet, aber jetzt säuft unser Baby alles. Diesel, Terpentin, sogar scheiß Kartoffeln, wenn wir die anbauen könnten. Tja. Hast du noch Mucke? Mucke? Wir haben ja nicht mal Elektronik. Keine Mucke, kein gar nichts. Aber wir werden das Schiff schon schaukeln. So, Black Screen. Den hatte ich eben. Da hat es nicht weitergeladen. Jetzt bin ich zumindest schon mal in einem Ladebildschirm. Es steht allerdings auf 0%. Das finde ich schon mal scheiße. Diese ganzen Hänger und so, die habe ich im Spiel. Die sind nicht im Video, die sind nicht auf eurem PC, die sind im Spiel. Und zwar übrigens immer an der gleichen Stelle. Das heißt, entweder, also ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwas muss ja mit dem Spiel kaputt sein. An sich, das liegt auch nicht mehr an den Servern, das liegt nicht an der Internetverbindung und auch nicht an dem Speicher oder was auch immer. Da muss ja im Spiel irgendein Fehler sein. Ach ja, ich hoffe wenigstens, wir kommen diesmal an. 7%. Wobei, Server werden wahrscheinlich auch eine Rolle spielen. Heute ist ja... also es war ja Release, von daher werden wahrscheinlich einige Leute spielen. Allerdings, PC zum Beispiel zählt ja schon mal nicht dazu, weil das kommt erst später. Also wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwo stand, dass sie erst abends anfangen können. An der anderen Stelle stand 9 Uhr morgens. Also keine Ahnung. Hundert Prozent! Komm schon, Spiel! Oh, danke. Okay.
Okay, ich habe den Doc am Funkturm auf dem Hügel geortet. Aber in den Slums zwischen uns und ihm tummeln sich genug Viecher und Rebellenpatrouillen, dass die Mutanten auf der Pirsch sind. Warte, was für Mutanten? Wovon redest du? Ich bleib auf den Dächern und halte von dort Ausschau. Viel Glück. Danke für die Antwort. Das macht mir Mut. Oh ja, ich bin da, ich bin da. Entschuldigung. Ich bin ganz cool. Du kannst deinen Truck, das Banner und die Emotes anpassen. Die Änderung sind rein kosmetischer Natur. Die lustige Blechbüchse da? Die ist der Grund dafür, dass die halbe Stadt verseucht ist. Lass mich raten. Da lief nicht alles nach Plan. Die Anomalie? Ja, die hat dem Ding so lange zugesetzt bis... Bäm! Und aus die Maus. Sag bloß, es waren noch Leute im Kälteschlaf. Doch, die meisten. Die ECA hatte die Wahl. Sie im Schlaf sterben lassen oder alle gleichzeitig aufwecken. In einer unfertigen Stadt ohne Nahrung und Wasser. Sie wurden in diese Slums vor den Mauern verbannt. Man überließ sie dem Hungertod. Bis sie anfingen, sich zu wehren. Deshalb nennen die Rebellen sich selbst die Verbannten. Bingo! Was haben wir denn hier? Oh, es kommt erstmal eine ganze Menge Lore rein und andere Sachen. So, erstmal mit Jakob sprechen, weil eben habt ihr gesehen, in der Kiste... Achso, vielleicht kann ich Munition mitnehmen? Kriege ich noch Munition? Ich glaube nicht. Egal, jetzt habe ich. Habe ich ja die ganzen Waffen und Ausrüstung gehabt. Und hier, für den Truck, den wir fahren können, gibt es auch noch Hells Rangers Anpassung. Wir müssen los. Bereite den Truck vor. Nö. Was ist mit der First City geschehen? Das war also die First City. Sieht wie eine Geisterstadt aus. Was ist hier passiert? Ein paar Genies haben eine 500.000 Leute geweckt. Dabei hatten wir kaum genug Nahrung für uns selbst. Wir brachten sie in einer Stadt für 50.000 Menschen unter. Kannst du dir vorstellen, wie das lief? Leute, die in Kisten hausten, verhungerten, in der eigenen Scheiße lebten wie in einem verdammten Slum und keinen Schutz vor der Scheißanomalie. Die Stürme mussten bloß ein paar Tausend töten und schon gab es Aufstände. Dann haben die Aufstände schon alles zerstört. Nein, unsere Gegenmaßnahmen waren das. Die haben alles zerstört. Okay, der Truck soll aussehen wie der Teufel auf Rädern. Aha. Ja, vordere Stoßstange. Können wir einfach mal einen Höllenhund benutzen. Hier, zack. Bam. Geil. Motorhaube. Kann man auch mal ändern. Hier, viel besser. Mit Stacheln ist alles besser. Ich habe jetzt erst Superman gegen Batman oder Batman gegen Superman gesehen, wie rum auch immer. Mit Stacheln ist Doomsday halt auch einfach viel besser. Schade, ich kann das Ding nicht drehen. Man könnte jetzt noch ein bisschen an der Farbe ändern. Okay. Joa. Erstmal schauen, was es hier noch so gibt. Hintere Stoßstange. Ja, Hölle. Und die Radkappen. Ja, das ist gut. Das ist gut, das gefällt mir. Das ist sehr, sehr cool. Okay. Muster kann man dann später auch noch haben, draufpacken. Achso, das ist auch jetzt im Anpassungsmenü, das Fahrzeug. Okay, gut. Wunderbar. Schauen wir ihn uns mal an. Joa. Ja gut, das Weiß ist jetzt halt, das kann man dann noch ändern, aber da warte ich ja noch auf Muster und so weiter. Ansonsten erstmal das Hells Rangers Paket drin. Ist von der anderen Seite blockiert. Ich muss einen anderen Weg finden. Ah, cool. Dass er das auch noch so sagt. Okay, finden wir einen anderen Weg. Ah ja, genau, das war das. Ist jetzt nicht notwendig, aber... Oh, Wasser haben sie aber ein bisschen. Und riesige Suppenschüsseln da. Stimmt ja, jetzt kann ich ja auch abbauen und es nutzen. Das Crafting. Ich räume dann erstmal auf.
Das Crafting müsste ja jetzt auch freigeschaltet sein. Ach so, ja, und kämpfen muss ich natürlich auch noch. Gib mir mal dein Leben. Oh, Weltstufe, direkt Level up. Na gut, ich hatte ja auch schon. Oh, weg da. Oh, weg da, weg da, weg da. Moment. Genau, ich. Boah, ich muss erstmal wieder reinkommen. Es ist doch ein bisschen was anderes. Ich meine, ich spiele ja zurzeit auch einiges an Division. Aber warum geht er jedes Mal aus der Deckung raus? Der soll nicht aus der Deckung raus. Also das ist für mich auch irgendwie ein Bug. Fähigkeiten nutzen und dann bleibt er aus der Deckung raus. Er geht nicht wieder zurück. Was soll das hier? Also die KI ist auch nicht besonders helle, stellt sich einfach hinter mich. Also ist nicht cool. Absolut nicht. Ja, das Spiel ist für Gruppenspiel ausgelegt, das merkt man jetzt schon. Ja, okay. Jedes Mal wieder. Er geht aus der Deckung einfach raus. Und ich wundere und ärgere mich jedes Mal wieder. Total bescheuert. Auf Gruppenspiel ausgelegt, das merkt man daran, dass die Gegner einen umlaufen. Das passiert normalerweise, wenn man in Gruppen spielt, nicht. Aus Erfahrung in anderen Spielen, kann ich das mal sagen. Ich meine, die hier laufen sowieso auf einen zu. Ja, okay. Okay, okay, okay. Den da nochmal ansaugen. Bisschen das Leben. Einen explodieren lassen. Hier sind ganz schön viele Gegner, muss ich sagen. Das ist jetzt mehr Borderlands als Division. Was die Gegneranzahl angeht. Schade, den anderen hat er nicht direkt mitgenommen. Bin zu weit entfernt. Ach, Mist. Jetzt aber. Komm schon, hoch. So. Gut, gut. Das war anstrengender als gedacht. Sehr viel anstrengender als gedacht. Ich habe mich auch nicht besonders gut angestellt am Anfang. Und dann muss ich erstmal damit klarkommen, dass die Gegner einen umlaufen. Ey, ja, das ist so eine nervige Scheiße. So, ich schaue mich nur gerade mal um, ob hier irgendwo Kisten sind. Geschichte oder sowas und so weiter. Also. Ich habe auf automatisch plündern übrigens alles eingestellt, aber der plündert nicht automatisch. Warum plündert er nicht automatisch? Okay, ja, gut. Es gibt eine Taste für automatisch plündern. Die habe ich eben einmal gedrückt. Das bleibt aber scheinbar nicht aktiv. Ah. Erstmal auf den Boden treten. Minigun-Mann. Da, das ist ja dich. Das ist für dich, das ist für mich. Oh, was willst du? Was war hier? Weg hier, weg, böse. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, Hilfe.
Einfach mal stehen bleiben. Weg mit dir und ich verstecke mich erstmal hier. Puh. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, einmal das. Habe ich jemanden getroffen? Nö. Okay, dann nochmal. Jetzt aber dann das. Und dann gab es ordentlich Schaden für ihn. Na also, geht doch. Ja, irgendjemand treffe ich schon. Das Ding hat Auto-Aim. Kann ich da durchschießen? Nee, leider nicht. Das ist ein sehr spezieller Vorhang. Ah, schön, ich kann das auch beim Zielen anwenden. Ah, verreckt auch. Also. Ja, gepanzerter, ein neuer Gegner. Wunderbar. So, keine Kisten für mich? Loot? Ein bisschen? Nur ein bisschen. Nur einmal Loot. Ja gut. Aber wir haben ja ein bisschen was im Inventar. Ich habe ein paar Sachen aufgehoben. Moment, ich habe Sturmgewehr. Das möchte ich auch behalten. SMGs sind halt eigentlich nicht so geil. Präzision, Stabilität. Genau das hier war. Doppelläufige Waffe sagt mir auch gar nichts. Das war ein bisschen höhere Reichweite. Boah. Braucht länger zum Laden. Größeres Magazin. Lebensentzug hat das drauf. Was hat das drauf? Kritische Schüsse verursachen eine Anomalie-Energie-Explosion, die im Umkreis. Ja, okay, das ist ziemlich stark. Aber wir sind in der Levelphase. Ach, genau. Und hier. Leichtes Maschinengewehr gibt es auch noch. Also, ich probiere das erstmal aus. Diese Waffe da, die ich da habe. Markieren ist. Wo war das nochmal? Achso, da steht's doch. Meine Fresse. Ja, markiere ich einfach mal die beiden. Und dann zerlegen wir die. Achso. Ja, gut. Beim nächsten Mal nutze ich das da unten rechts. Ist einfacher. So, und jetzt können wir auch über 1000 hinaus sammeln. Hiervon. Hierbei waren das, glaube ich, 20.000 oder so. Leder auch 1.000, also in der Demo alles. Eben wesentlich weiter. Und ich habe noch was ganz anderes vergessen. Moment, da muss ich in ein anderes Menü. Und zwar hier. Genau. Ausrüstung, Seltenheit, Selten, Waffe. Jetzt, so geht das. Belohnung abholen. Sehr schön. Weltstufe 6. Jetzt ist natürlich noch schwieriger. Wo ich eben ja so wunderbar durchgekommen bin, ist das natürlich eine kluge Idee. Was ist das? Maschinenpistole. Ach nee, danke. Obwohl, Moment. Das ist eine Maschinenpistole mit erhöhter Reichweite. Kugeln die Gegner weniger als 50% Leben mit weniger als 50% Leben treffen, fliegen durch sie hindurch, treffen drei andere Gegner am Umkreis von 5 Metern und verursachen Verbrennung. Ja, ey, super geil. Vor allem, wieso hat das Ding Reichweite von 35 Metern? Das ist eine Maschinenpistole. Das habe ich noch nicht gesehen. Aber cool, dass es sowas auch gibt. So, schauen wir hier nochmal rein. Ja, ich werde einiges durchsuchen. Da, siehst du, hat sich schon gelohnt. Ja, ich muss automatisch plündern jedes Mal drücken. Jetzt, okay. Das ist ja dann auch sinnlos.
Ob ich jetzt Viereck drücke oder Steuerkreuz unter, also ist halt vollkommen irrelevant dann. So, was haben wir hier? Gibt's hier noch? Scheiß muss ich mich erst gewöhnen. Keine Ahnung, ob es da links noch irgendwas gegeben hätte. Ich wollte jetzt keinen ewig langen Kampf wieder provozieren. Alter. Was ist hier los? Uns kann das nichts mehr anhaben, scheinbar. Das Ganze. Wir sind ja schon verändert. Wir gehören jetzt dazu. Kiste. So alleine hier? Komm doch mit mir. Hier ist ja noch weiter runter. Nö. Also, zumindest kann ich ja nicht runter. Munition. Ja, klar, nehme ich auch mit. Nehme ich immer mit. Und Gegner. Grenadier. Ah, okay. Was hat Burst Fire? Ist ja nicht so schlimm. Ist dadurch ja genauer. Oh, hinter mir. Hallo. Wie wär's, wenn du den mal... Ja. Immer ins Knie schießen. Ups. Was ist da passiert? Der ist einfach mal kaputt gegangen. Peng! Ratatatatat! Und schnell das hinterher und... Bei dem hat es auch Peng gemacht, sehr gut. Ich liebe diese Seelen... diese Lebensenergie absaugen. Für mich ist es immer dieses Seelen absaugen. Einmal anfackeln und dann zack, in die Luft jagen. Hier dieses Deine Seele gehört mir. Mortal Kombat. Das war geil. Dieser Spruch. Allein schon. Kommst du mal da raus? Ich treffe dich nicht. Nee, nicht du. Ach, du doch nicht. Oh, das Ding macht aber gut Schaden. Ah, so. Du weg. Ja, Kreuzfeuer. Du alleine. Gutes Kreuzfeuer. Schade, Kreuzfeuer. Bin alleine. Oh, nein, no. Was habe ich jetzt getan? Oh, ich wollte schon sagen. Das hätte ich nicht gebraucht. Da war nur einer. Egal. Oh, die anderen schon mal anzünden. Na, weißt du was? Ihr nehmt das. Und dann lasst ihr mal ins Gesicht schießen. Den hat es leider nicht mehr erwischt. Du, was machst du hinter mir? Hier wird nicht gekämpft, hier wird gekämpft.
Oh, ein Captain. Hallo, Captain. Bleib mal da stehen. Gib mir mal ein bisschen Leben. Dann können wir weiter, Mann. Oh, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich hätte es wissen müssen. Oh, das ist ziemlich heftig. So, nochmal Leben her. Boah, hör auf, zu mir hinzurennen, du. Dämliches Arsch. Das ist halt keine gute KI, das ist einfach nur scheiße nervig. Da ist ein massiver Unterschied. Okay. Ich bin down. Und Stufe 8. Es gibt einen Klassenpunkt, aber bei denen muss ich erst nochmal schauen. Respawn der Gegner gibt es scheinbar nicht. Oder? Wann? Haben die sich einfach nur normal woanders aufgestellt. Also. Dann gibt es wohl doch Respawn. Der hinter mir ist auch wieder da. Der ja eben hinter mir war. Aber ihr seht schon, wo das hingeht, das Ganze. In eine gewaltige Schießerei. Und ich muss mich wirklich durch alles wieder durchkämpfen, wie es aussieht. Ja, ich sollte öfter den Nahkampfangriff benutzen bei denen. Oh, Moment, du lebst noch? Er ist ein anderer. Du noch mal ein bisschen Leben her. Den Kampf. Das ist. Vielleicht muss ich die Weltstufe ein bisschen runterstellen. Kann sein. Es ist wirklich heftig gerade. Ich habe übrigens auch schon einen Kampf gesehen. Von Leuten, die halt zusammengespielt haben, also in der Gruppe. Und das ist so viel einfacher. Nur weil ich eben schon mal erwähnt habe, dass es ein Gruppenspiel sein wird. Das haben die ja auch gesagt. Also, dass es halt für Gruppen ausgelegt sein wird. Aber ich habe halt gedacht, dass man alleine zumindest etwas schafft. Aber das kommt dann wahrscheinlich später, also man muss erstmal wirklich gut leveln, gut durchkommen und so weiter. Und dann kann man auch alleine schön weiterkommen. Ist halt wirklich so ein bisschen Diablo-mäßig, was das angeht. So. Die ausgeschaltet. Du einmal weg. Durch Heilung wird der Giftstatus-Effekt entfernt. Okay, ich habe gerade Gift abbekommen. Das heißt, der Captain hat diesmal Giftkugeln oder was? Oder wer war das? Nee, das ist noch nicht alles, aber gerade kann ich auch nicht mehr. Du machst zu viel Aua. Ah, das ist so ich hasse sowas, ey. Dieses Umlaufen. Entweder verstecken sich Gegner, oder sie umlaufen einen. Es ist halt beides scheiße. Wow!
Okay. Erstmal Sachen aufsammeln hier. Diesmal habe ich ihn. Du brauchst dich gar nicht verstecken, ich habe dich gesehen. Ja, nochmal ein Feuerstoß in alle Richtungen. Irgendjemanden anzünden, ist mir eigentlich egal, wen, wo. Hier sind so viele Gegner. Leute! Und du, hör mal auf damit! Also ich schätze mal, daran werden die noch was ändern und vor allem auch ändern müssen. Ich schätze mal, die warten mit dem Patch auf jeden Fall noch, bis PC released wurde. Also würde ich jetzt mal von ausgehen, damit das dann für alle gleich veröffentlicht wird und um zu sehen, was es da noch für Probleme gibt. Aber dass die Gegner sich halt direkt neben einen stellen, das ist so super dämlich. Da müssen sie was dran machen. Das kann man so nicht lassen. Ah, bis tun wir es leider nicht gereicht. Okay, macht nix. Um den kümmere ich mich so. So. Und so. Und so. Hey Outrider, bist du wirklich von der Erde? Wie war's da so? Nicht so, wie du vielleicht denkst. Meine Generation wusste, dass die Erde am Ende war. Wir haben ums Überleben gekämpft. Um einen Platz auf der Floris. Ich habe ein paar schöne Erinnerungen, aber die waren kaum mehr als Desserts im Todestrakt. Okay, wir haben uns durchgekämpft. Das war ziemlich heftig, hat ziemlich lang gedauert, vor allem weil ich alles machen musste. Ich glaube, ich stelle die Weltrangstufe ein bisschen runter. Hier, Moment, das sammeln wir noch ein. Eine Stufe runter. Sieht obwohl. Alten Berichten aus. Ich weiß nicht, ob ich dann level, das ist halt das Problem. Ich würde ja halt gerne weiter leveln. Aber wenn es so schwierig ist, dann hat das vielleicht sogar Sinn, ein bisschen runter zu stufen, bis ich mit dem Charakter-Level höher bin. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, die erste Folge hat zumindest soweit gefallen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Und zwar genau an dieser Stelle. Und dann geht es weiter nach First City. Wir suchen weiter nach Zahedi. Bis dann. Ciao.